Hallo, ist das hier noch Didi? Didi 1, SWL Dortmund? Und heute möchte ich mal was über die AGC erzählen. Die Automatic Gain Control. Ich habe hier jetzt die MC-Runde am Laufen, das ist auf 80 Meter. Und ich schalte jetzt mal von dem Empfänger auf den Computer und steuere diesen Empfänger über den Computer jetzt. Das könnte ich jetzt auch alles, was ich jetzt zeigen will, auch hier machen. Über Befehle. Aber ich steuere diesen Empfänger jetzt mal über den Computer. Ich mache das mal aus. Mach den Computer jetzt an. So, jetzt stelle ich mal den Computer. Jetzt läuft über Remote. Und jetzt können wir mal zu den Computer gehen. Und gucken uns das jetzt mal über Computer an. Was ich da jetzt euch zeigen will. Die ACG. AGC. Automatic Gain Control heißt das. Das heißt also, man kann seine Eingangsempfindlichkeit, also was man empfängt, einstellen. So, ich habe jetzt mal die AGC auf Automatik gestellt. Das heißt also, bei SSB stellt man das dann auf Slow. Es gibt jetzt drei Einstellungen. Einmal Fast, einmal Medium und einmal Slow. Also eine Voreinstellung der Eingangsempfindlichkeit. Bei SSB stellt man das auf Slow. Jetzt kann man die AGC auch manuell steuern. Das heißt also, das Eingangssignal kann man jetzt, wenn man das am Gerät regelt, kann man das hoch oder runterschrauben, ja? Ich mache das mal manuell mal lauter. Also das heißt, die Eingangsempfindlichkeit wird erhöht. Und wenn man zurückdreht, dann geht das weg. Das hat nichts mit laut und leise zu tun. Ne? Das ist also im Grunde, dass über der Antenne kommt zu einem Empfänger. Der Empfänger hat ja so eine bestimmte Empfindlichkeit. Und diese Empfindlichkeit kann man einstellen. Ja? Und bei SSB wird das auf Slow gestellt. Da gibt es drei Einstellungen. Da gibt es Fast, Medium und Slow. Bei Fast
Das nimmt man eigentlich dafür, die Voreinstellung bei AGC für CW, also für Morsen. Das Medium, das nimmt man normalerweise für AM und FM, also Frequenzmodulation oder Amplitudenmodulation. Und Slow nimmt man als Voreinstellung der AGC für SSB. Ja, und wenn man das jetzt manuell einstellen will, stellt man das auf manuell und kann die Eingangsempfindlichkeit dann so einstellen, wie man es haben will. Dann kann man also die Mäuschen auch tapsen hören, ja? So, wenn man jetzt den auf manuell stellt und geht an den Empfänger dran, wenn der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, wird das S-Meter im Voraus anzeigen, welche Signalstärke erforderlich ist, um solide und gute lesbare Ergebnisse zu erzielen. Ja? Das kann man am S-Meter sehen, aber oder auch hier auch am Oszilloskop an den Ausschlag. So, jetzt habe ich das immer so eine Voreinstellung gemacht hier. Jetzt stelle ich das mal auf Slow, also auf die Voreinstellung. Ja? Und wenn das auf Automatik gestellt ist, dann nennt sich das AGC, automatisches Gain Control. Und wenn man das auf manuell stellt, das ist dann eine RF-Gensteuerung, manuelle Einstellung der Eingangsverstärkung. Ja, die manuelle Einstellung reduziert die Verstärkung und die Empfindlichkeit Empfängers verringert. RFG-Control ist besonders in der Betriebsart SSB wichtig. Und die MT-Runde, die macht ja jetzt hier SSB-Betrieb. Single Sideband sagt man dazu, ja? Und das heißt also im Grunde, wenn die Signale zu leise sind auf Automatic Gain Control, auf Slow, ja, hab ich noch nicht gesehen, ne? Dann kann man das manuell einstellen und kann sich das dann einstellen, wie man das haben will. Das darf man natürlich dann auch nicht übersteuern. Ja? Das RF-Gain, sagt man dazu. Und wie gesagt, also wenn man einen guten Empfänger hat, dann kann man drei Einstellungen machen auf Fast. Also Fast ist für zu. Deswegen wollte ich den Typ mal wissen. Deswegen wollte ich mal gucken, was du sagst für einen Tipp, damit ich jetzt mal angucken kann. Fast ist für CW, Medium ist eine Voreinstellung der AGC für AM und FM und Slow. Ich schalte jetzt mal gleich von manuell, was ich jetzt habe, auf. Das ist jetzt Automatik gehen. Ja, ist ziemlich leise, also ist eingestellt, dass das Rauschen und das Nutzsignal gut sind. Wenn man das lauter haben will, stellt man das auf manuell und kann das dann auch manuell einstellen, ne? Hoch oder runter. Und die AGC ist eigentlich im Grunde das Gegenteil wie dieses hier, RF-Amp. Ja?
Mit der AGC, wenn man das auf manuell stellt, hat man eine RF-Gain. Das heißt also, man kann die Eingangsempfindlichkeit erhöhen. Die Eingangsverstärkung. Und wenn man hier den RF-Amp anmacht, dann ist das ein Dämpfen. Also diese ATT-Taste, sagt man. Ja, da gibt es welche, die haben eine ATT-Taste. Und dann kann man hier also mit einem guten Empfänger dann auch einstellen, auf wie viel dB das gedämpft werden muss. Ja, das ist aber das Gegenteil davon. Das ist der RF-Amp. Ja, das ist also die Dämpfung. Und die AGC, beziehungsweise manuelles RF-Gain, ist die Eingangsempfindlichkeit erhöhen, kann man dann, ne? Ja, kann man also wirklich so ganz leise Signale dann lauter machen, ja? Das ist die AGC und da kann man manuell auch einstellen, ne? Also automatisch oder manuell. So, ich mache jetzt mal die Automatik. Das heißt also, auf SSB macht man Slow. Jetzt suchen wir uns nochmal einen anderen Kanal. Mal gucken, wo noch ein fettes Signal ist. So, jetzt haben wir also ein fettes Signal und ist die AGC eingestellt auf Slow. Und wenn wir den jetzt auf manuell stellen, kann man das Signal laut und leise stellen, ja? Ich mache das wieder auf Automatik. So. Das ist die sogenannte AGC. Also Fast ist für C wie für Morsen, Medium ist für AM oder FM und eigentlich nutzt man das bei Slow für SSB. Ja, und wenn das nicht reicht, dann macht man das manuell. Man kann dann das Signal erhöhen, also die Eingangsverstärkung erhöhen. Ja. Mal wieder automatisch. So. Und das Gegenteil davon ist, das ist der RF-Amp. Das heißt also, ich kann jetzt dieses Signal dämpfen. Um 10 dB, um 20 dB, um 30 dB oder automatisch kann man das auch einstellen. Ja? Manuel? Jetzt machen wir auch Slow. Ja. Also die Voreinstellung A geht sie. Das ist manuell. Ja, okay, das ist ja auch nicht mein Wechsel. Der ist da in Mettmann. Da ist das Beine. Jetzt kann man also die AGC. Wenn das die Signale zu laut sind oder zu stark, dann kann man das auch dämpfen. Das ist dann die RF, dieser RF-Amp. Ich mache das immer um 10 dB, dämpfe das mal ab. Ja? Mache mal auf 20 dB Dämpfung. Und Automatik. Minus 20 dB. Machen wir 10.
Kilowatt im Moment, ne? Knappes Kilowatt, aber. Jetzt ist der ausgeschaltet. Das ist also auch im Grunde ein Verstärker. Der RF-Amp, aber eben, der verstärkt die Dämpfung. Ja? Und die AGC verstärkt die Eingangsempfindlichkeit. Machen wir nochmal eine Dämpfung von 20 dB. Ja? Machen wir wieder auf 0. So, machen wir mal die AGC jetzt auf manuell. Machen wir mal die Dämpfung. 20 dB. Ja. Das ist also die RF-Amp. Mal wieder auf 0. Die Dämpfung. Und die AGC mache ich jetzt auf Slow. Ja, also so kann man im Grunde so einen Empfänger steuern. Wenn die Signale zu leise sind oder zu klein, dann nimmt man die AGC. Und wenn die Signale zu laut sind oder zu fest, dann kann man mit einem RF-Amp Dämpfungen einleiten. Also eine ATT, sagt man dazu. Ja, das sind also die beiden Unterschiede. Die Eingangsempfindlichkeit einstellen mit der AGC oder eben den RF-Amp anschalten, um eine Dämpfung einzuleiten. Und wenn diese Dämpfung nicht reicht, dann gibt es noch Dämpfungsglieder, die kann man sich kaufen. Von 5 dB, 10 dB, 20 dB. Und die kann man sich dann zwischen den Antennen zwischen dem Coax-Kabel zum Empfänger kann man sich die dazwischen schalten, also Dämpfungsglieder, ja. Da kann man 30, 40 dB dämpfen und ne, da geht natürlich auch, dass man sich so Dämpfungsglieder kauft, wohl. Jetzt mache ich nochmal die AGC auf manuell. Ja, kann man also die Empfindlichkeit ganz leise stellen. Ja, das sieht man hier schön am Oszilloskop. Und jetzt erhöhe ich das Eingangssignal. Und optimal ist natürlich, wenn die Spitzen nicht übersteuert sind. Ne? Man kann auch ganz leise Signale dann. Ganz, ganz hochziehen, ja. So, jetzt mache ich mal wieder auf Automatik. Von manuell auf Slow. Ja? Ja, das ist schade, das ist schade. Wie ist das denn auf 160? Hast du da auch so viel? Also wenn du jetzt hier, Moment, ich guck mal drauf, du musst das jetzt nicht hier manuell Oscar Kilo Deacon zu hören sein, ne? 1954 ECD, ich höre den mit S9-Signal, aber ich kann den ja nicht senden. Geht das bei mir auch? Meine Dämpfung von 20 dB. Ja, Dämpfung wieder rein, ATT und wieder auf 0. Ja, und das sind die beiden Unterschiede, AGC und RF-Amp. Ja, so, damit will ich mich verabschieden. Ich stelle das wieder auf AGC Slow. Für SSB 0 dB Dämpfung. Ja, 1954 NCW. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. 73 Didians SL Dortmund. 60 Meter vertikal, also in der Oscar Kilo. Also immer sehr schön zu hören, also wir haben hier ungefähr das 1,8 an die Höhe der Physiker. Ich bin mir sicher, nicht erreichen, da bin ich ganz, ganz sicher. 1954, alles klar. Ich werde auf jeden Fall mal ruhig. Mal sehen, ob da irgendwas bei mir zu hören ist. Kann ich ja gleich mal eben.